Dieter Hart Stremme und mit Begeisterung seit mehr als 25 Jahren Chef von Graz Tourismus. Also ich erzähle eine kurze Geschichte darüber, eigentlich nur darüber, dass exakte Lebensplanung und exakte Karriereplanung zumindest meinem Empfinden nach nicht wirklich funktioniert und man offen gegenüber Entwicklungen sein muss. Und wenn ich meine eigene Lebensgeschichte so betrachte, dann beginnt man irgendwann eigenständig Entscheidungen zu treffen. Entscheidung weiterführende Schule beispielsweise war einfach. Ich gehe dorthin, wo mein Bruder auch gegangen ist, weil das ist das Einfachste, am wenigsten Widerstand. Gehst zum Bundesheer oder machst Zivildienst. Alle Cousins, alle in der Familie sind mindestens Offiziere geworden, also Offizierslaufbahn hinterher. Berufsoffizier wie mein Bruder war mir dann zu viel. Ich wollte studieren. Was studierst? Marketing hat mich wirklich interessiert. Treuhandwesen, rechnen und schauen, dass was rauskommt unterm Strich, dass man was verdienen kann, gehört ja auch dazu. Also los geht's. Das war eine sonnenklare Entscheidung bis zu dem Tag, als ich einer Prüfung beiwohnte, Institut für öffentliches Recht, wo es beim Professor Nowak. Ich habe so vorsichtig durch ein Bücherregal rechts rüber geschaut. Da stand eine wunderhübsche Weststeirerin. Um das abzukürzen, ich habe dann Wirtschaftspädagogik inskribiert, weil ich dieser Dame etwas näher sein wollte, noch über ein paar Jahre, und sie ist heute meine Frau. So viel zu genauen Entscheidungen. Das Studium gehörte finanziert. Ein Cousin wiederum abgeschaut, war Reiseleiter für Amerikaner. Ja, das will ich auch machen, das schaut lässig aus. Hin zum Interview. Hat nicht funktioniert, weil Schulenglisch und amerikanische Studenten durch Europa führen, passt nicht. Also kurzer Abstecher, 3-4 Monate in die USA mit Englischkenntnissen zurück. Nächster Versuch beim Interview, geschafft. Okay, so durchs Studium. Und eigentlich, wir sind auch gleichzeitig fertig geworden. Also weil meine Frau hat sich dann in der Zeit auch entschieden, BWL zusätzlich zu studieren, aus ähnlichen Motiven. Also waren wir gleichzeitig fertig und haben gesagt, eigentlich wären die USA nicht so schlecht. Hätte mir Jahre zuvor irgendjemand gesagt, dass ich es jemals arbeitenderweise in die USA schaffe, träumt man ja nicht einmal davon. Also Möglichkeit hat sich ergeben, nichts wie hin, 2 tolle Jahre zurück nach Österreich, nachdem der Dollar geschwächelt hat, ist das gar nicht anders gegangen. Also auf ins wirkliche Leben. Jobsuche und die Auswahl fasziniert mich bis heute noch, was auf meine Bewerbungsschreiben zurückgekommen ist. Ich hätte beginnen können im Sommer 91. Bei der Raiffeisen Landesbank, also sehr seriös, ausbildungskonform, beim Schlachthof, da waren die inneren Werte nicht so ganz stimmig. Ich hätte unterrichten gehen können an die Haag Judenburg, und dann hat sich ein Job ergeben, Karenzvertretung bei der damaligen Steiermark-Werbung. Das hat mich am meisten interessiert mit dem, was ich im Tourismus mitbekommen habe. Dass ich zum Bewerbungsgespräch ins falsche Büro gefahren bin, sei nur nebenbei erwähnt, weil ich vermutete, die Organisation im Landhaus in der Innenstadt, und die saßen damals aber schon draußen in St. Peter, macht nichts, halbe Stunde zu spät, aber den Job trotzdem bekommen. Die Karenzvertretung, die ich angetreten habe, ist eine Mitarbeiterin, die heute noch bei mir im Haus arbeitet. Das dazu, und der, der mich damals eingestellt hat, war dann kurz darauf auch ein paar Jahre City Manager in Graz. Also man trifft sich mindestens 2-mal im Leben, das sei hier auch gesagt. Und wenn das alles nicht so gekommen wäre, hätte von der Existenz von Graz Tourismus wahrscheinlich gar nie etwas gewusst oder hätte das nie kennengelernt. Und jetzt verbringe ich auf diesem Sessel, in diesem Job schon mehr als 25 Jahre. Und es macht noch immer Spaß. Aber planen kann man das nicht. Ich kann mich auch noch an einen Zeitungsartikel erinnern, ganz zu Beginn. Das war so die wilde Phase der wechselnden Manager im Tourismus in den 90er Jahren. Die Halbwertszeit, die man mir gegeben hat, waren ein halbes Jahr bis 2 Jahre Maximum. Mittlerweile sind es 25. Exakt geplant? Nein, ganz sicher nicht. Also der inspirierendste unterwegs war der Roland Stemmler. Das war derjenige, der Club Europa gegründet hat, nämlich jenes Studentenreisebüro, das amerikanische Studenten nach Europa gebracht hat.
der ist ausgewandert aus Deutschland an eine, als Mathematikprofessor an eine Universität in den USA, in Illinois, und hat dort von der Universität heraus begonnen, Studentenreisen zu organisieren. Und wenn er dann zu seinen Reiseleitern gesprochen hat, bevor die Saison losgegangen ist, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, in welcher Art und Weise er es verstanden hat, die Menschen zu motivieren. Das war ein bunter Haufen an Studenten, hauptsächlich Österreicher. Und der hat die aber sowas von eingekocht. Der hat nie ein Motivationsseminar oder was auch immer besucht. Der hätte welche halten können. So dieses typisch positive amerikanische Begeistern und Einpeitschen, weil der Job war beinhart. Aber jeder hat ihn mit einer riesen Begeisterung gemacht. Und wenn dann in Bewertungen von solchen Reisen die Teilnehmer an der Reise gefragt worden sind, was waren die tollsten Geschichten? Da war die Sixtinische Kapelle drinnen und da war der Eiffelturm drinnen. Und bei nicht wenigen war der Auftritt von Roland Stemmler, Uncle Roland genannt, der auch die Gruppen unterwegs begrüßt hat, sie willkommen geheißen hat auf ihrer Reise und auch dort noch einmal die Leute so begeistern konnte. Und das war im wahrsten Sinne des Wortes inspirierend und man fragt sich im Nachhinein, wie hat er denn das gemacht? Er war von seiner eigenen Idee so begeistert und der hat so viele Lebenswege geprägt, von den Reiseleitern zum einen und von Amerikanern, die als Amerikaner nach Europa gereist sind und als, nicht böse jetzt, aber als wesentlich gebildetere Menschen die Heimreise angetreten haben, die plötzlich gemerkt haben, außerhalb von Texas spielt sich auch noch etwas ab. Und der hat unfassbar Positives für viele, viele Menschen dadurch bewirkt. Dass ihn in weiterer Folge viele kopiert haben und die ganzen Kontikis und die ganzen Großen, die dann gekommen sind, waren alle basierend auf seiner Basisidee. Da gibt es eine Mitarbeiterin in diesem Hause, die gerne den Spruch pflegt mit Old Dog and New Tricks. You cannot teach new tricks to an old dog. Also was Hans ja nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das heißt, man traut mir hier manches nicht zu, dass ich noch irgendetwas Neues machen kann oder bestimmte Verhaltensweisen ablegen kann. Und das reizte meinen Ehrgeiz ganz besonders zu zeigen, Edge, doch wieder was Neues gelernt und umgeschwenkt und was Neues erfasst. Und über 25 Jahre gibt es da genügend Hürden, über die man da regelmäßig drüber muss. Es kommen ja regelmäßig sehr viele eigenartige Angebote, wo man wo auch immer teilnehmen kann oder wo man mitmachen soll. Das war erfrischend zu einem Zeitpunkt, als ich noch gar nicht wusste, wer dahinter steckt. Also einfach so, wie das präsentiert worden ist, das interessiert mich auch irgendwie und es hat mich neugierig gemacht. Meine Herausforderung für manche Werbepartner oder was auch immer, die völlig überzeugt sind von sich selber, die sagen, das ist großartigst und so sind wir im Geschäft. Ich bin dabei und ich bezahle aber nur noch Erfolg. Und das hat das Konzept erleuchtend umgedreht. Da gibt es voller Selbstüberzeugung offenbar Vorleistungen. Und ich glaube, dass viele dadurch neugierig werden und sagen, wenn die so überzeugt sind von sich selbst, dann macht es neugierig, sich das auch anzuschauen. Diese Lampe ist ein Auftrag, wobei ich es am Foto nicht ganz genau erkannt habe, aber so ähnlich, weil die Variante gibt es auch da mit so Hanfschnüren oder so irgendwie, schaut das aus. Gell? Und die sah ich im neuen Grossauer Restaurant beim Fischwirt. Und es ist eine Frage der Zeit, bis ich mir diesen Stil in meine Laube zu Hause hänge. Weil da haben wir jetzt eine Lampe, die ist in der Zwischenzeit schier und sowas Ähnliches möchte ich.